So, meine lieben Kinderchen draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer spacigen und deadligen Folge Dead Space. So, wir sind geflüchtet vom Militärschiff, da wir das in die Luft gejagt haben, wir diesen Antriebsschieß mich tot Bumsenkirchen geholt. Und Isaac, ich habe das Shuttle gefunden, von dem Hammond sprach. Warte mal, weißt du, was mir auf den Sack geht total, die ganze Zeit? Ich weiß nicht, warum ich da noch nie vorher drauf gekommen bin. Lautsprecher, Stereo? Was? Wieso Stereo? Ganz Stereo? Weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, was für einen Sound ich habe. Ist mir scheißegal. Lautsprecher. Ich wollte Effektlautsprecher. Alles mal ein bisschen reduzieren, Alter, ehrlich. Okay. Oh, annehmen. Scheiße, nicht gut. Das Shuttle ist sehr laut, ne? Jemand hat die Navigationskarten entfernt. Gott weiß warum. Insgesamt sind es drei, die auf dem ganzen Deck verstreut sind. Ich lade ihre Positionen runter. Ich kann von hier aus nicht auf die Türen zugreifen. Du brauchst also einen Schlüssel der Crew. Wenn du alle Teile findest, können wir das Shuttle wieder flott machen und verschwinden. Okay, und dann ist er eben halt noch so gewesen, dass in der letzten Folge auch unser guter... Die sehen aber alle friedlich aus. Guter alter Helmut gestorben ist. Der wurde vor so einem riesengroßen Monster da zerhackt, zerhauen und Bein abgerissen und Popo gefingert. Und dann, das hat Helmut nicht so ganz ausstehen können. Und dann hat es das Thema erledigt. So, sag mal, leben die hier noch alle oder was? Die sehen ja alle so friedlich aus. Die haben die Köpfe zugewickelt. Aber die haben alle Löcher im Kopf, ne? Haben wahrscheinlich alle Einschussdingens gekriegt. Alle Köpfschüsse gekriegt. Kopf zugewickelt und dann direkt in die Mütze rein. Ne? Ja, Tinkelwinkel, dir auch eine, Mann. Willst du mich verarschen, Alter? Das ist ja nicht nur eine, der singt. Wer tinkelwinkelt hier so rum? Wer kommt auf die Idee? Ich meine, wir haben das Jahr 2091. Wieso kommt man hier noch auf Tinkelwinkel? Das ist doch bestimmt schon out. Was ist denn das für ein cooler Raum? Credit. Motivation? Du bist da durchgerutscht, wa? Ich würde eine Diät vorschlagen. Das Augen? Das sieht aus, als wären es Augen. Okay, ich denke aber, dass wir hier nicht rein sollen. Wir sollen ja erstmal nach oben gehen. Kümmern wir uns erstmal das, was wir wirklich machen sollen. Ja, ich hatte gehofft, dass wir ein Level 5-Anzug-Schema finden würden. Das hat mich gerade motiviert, hier irgendwie reinzulaufen. Okay. Ja, hatte ich nicht so eine Energielaserkanone und Bumsen-Dings da gefunden? Ja, doch, hier. Energielaserkanone? Warum sind die unterschiedlich an den Preisen? Ach, weil es nur einer ist, wa? Also. Wir hatten zwischendurch ja schon mal Munitionknappheit gehabt. Okay. Wieder mal so ein Scientology-Scheiß. Das Ende aller Tage, hört mal. Trotzdem interessiert uns dieser Raum hier nur auch, ne? Das sieht auch wirklich gruselig aus hier. Das sieht wirklich so aus, als wäre ich gerade wirklich bei Outlast oder so. Nur mit Waffen. Haben wir Knoten? Nee, Knoten haben wir glaube ich gar nicht, ne?
glaube nicht, dass wir Knoten haben. Oh, doch. Wofür nehmen wir das denn jetzt? Ich glaube, alle Knoten zu finden, ist das überhaupt möglich, um alles wirklich aufzupimpen? Ich glaube, das ist nur eine Entscheidungssache, die du hier hast. Ach du Scheiße. An welchen Hoffnungsschimmer klammern Sie sich, wenn alles um Sie herum hoffnungslos zu sein scheint? Dr. Cross war eine wahre Gläubige. Sie hatte Vertrauen und wartet jetzt auf ihre Transformation. Ihre Wiedergeburt. Sind Sie bereit aufzuerstehen, Mr. Temple? Okay, das war nicht. Natürlich sind Sie das. Haben Sie keine Angst. Sie werden bald schon Ihre Rolle erfüllen. Werden Sie Zeuge der Überführung eines wahren Gläubigen? Okay, deswegen hatten die anderen Leute Löcher im Kopf. Sie sind bereit. Nehmen Sie sie an. Heißen Sie sie willkommen. Der verrückte Professor, der zappelt noch. Der verrückte Professor. Was zappelt hier so rum? Das sind hier kein normales Deck hier, hör mal. Bitte warten. Worauf? Oh. Ja, ich hätte gerne einmal ein Bier, ne? Oder ein Whisky oder so. Aha, na gut. Wir können ja auch nicht hier schnell laufen, ne? Warte mal. Lass mal Psychotyp. Ah ja, jetzt haben wir das Ding gleich hier drin. Ich kenne ja immer einen Weg. Na komm. Plasma-Cutter, da-da-da-da. Plasma-Cutter, la-la-la-la-la. Hey, Leute, der Land. Der hatte gelebt, hör mal. Bin froh, dass wir denen helfen konnten. Hier sind wir eben halt. Was? Faschel, ihr Schwänze! Lass mich in Ruhe! Warte! Was ist hier? Aufstand der kleinen Würmer. Mensch, das ist ein Wasser. Ja, ist klar.
Meine Güte, das war ja meine Aufregung, hä? Und ich habe kein Medipack mehr. Uiuiui. Jetzt habe ich wieder Medipack. Was soll ich mit dieser Laserkanone machen? Oh. Das ist der Schlüssel. Ich dachte, das wäre jetzt so ein Schema wieder für das, für meinen Anzug, den ich da brauche. Energieknoten. Ist auch nicht schlecht. Machen wir die Waffe gleich fett mit. Gut. Was noch? Ihr habt nach oben, was? Mhm. Ah, guck mal hier, warte mal. Sehr gut. Das war eine fiese Falle direkt hier unten. Gleich doch. Kann doch nicht angehen hier. Wa? Wo sind wir denn hier? Veranlasst du etwas? Mr. Clark, ich muss mit Ihnen reden. Ach, der Typ wieder. Ich bin ganz in Ihrer Nähe und... Und ich weiß, dass Sie es interessieren wird, was ich zu sagen habe. Ich kann Ihnen alles erklären. Ich weiß, was passiert ist. Wenn Sie die Navikarten haben, werde ich Sie in die Sicherheitsstation lassen. Wir müssen reden. Beeilen Sie sich. Ja, genau. Uiuiui. Oh Gott, wo kommt der her? Lad die nach! Mano! Ohne diese Plasma-Cutter wäre das hier echt schwierig, diese Dinger zu erwischen, ne? Ah, da ist noch einer! Arschloch. Jetzt wird es uns echt schlechter gehen hier. Auch Motivation haben wir gefunden. Zwar nicht sehr viel, aber ein bisschen. Ach, guck mal, der hat auch noch was für uns. Strahlenmunition, scheiße. Aufzug. Verschlossen. Oder aufgemacht. Was sollen wir denn da wahrscheinlich auf, ne? Checken den Raum irgendwo mal. Duschkabinen. Hier gibt es immer Medikin. 3000 Credits. Stell dir mal vor, wenn einfach dran vorbeigelaufen war. Hm, wir können mal jemanden mal sauber machen wieder. Alter, das sind aber hohe Pötte, ey. Da kannst du richtig mit den Beinen rumbaumeln, Alter. Wenn du da auf dem Pott bist und am Kacken bist gerade. Aber, naja. Mach auf die Tür. Lass mich rein, lass mich rein. Ist das hier so ein Vergnügungsdeck, ne? So mit Bar und so und da alles, mit Duschkabinen, das heißt, da wird auch eine Sportanlage da sein und so. Mit Erfrischungen. Ja, das finde ich immer ganz geil, wenn hinten eine Tür sich öffnet. Oh Mann, kann ich nicht mal. Jetzt brauchen wir tatsächlich Medis. Was ist denn das? Was ist denn das? Das ist eine Falle. Die Lebenserhaltungssysteme im Schlafblock B wurden ausgeschaltet. Du brauchst eine Überbrückung, um zur Tür zu kommen. Was soll das jetzt? Was soll das jetzt?
Ach, was soll das jetzt? So. Eingesürgt. Na dann. Aber? Dann geh nicht einfach du an Engers vorbei. Nee, gut, alle Türen sind zu soweit. Nee. Oh, bist du irre? Davon gibt's also noch mehr. Alter! Meine Munition ist leer. Wir sterben. Es gibt also mehr davon. Das ist nicht gut. Das ist bei weitem nicht gut. Das finde ich nicht gut. Ich mag das nicht. Da müssen wir rein. Was ist das? Was ist denn das hier? Ist das ein Shop oder was? Nee. Türschluss überbrückt. Okay. Dann sind wir hier durch, was? Und wieder zurück. Das war knapp. Die hat uns beinahe gefressen. Dringend Midi-Packs, Alter, ehrlich. Jetzt wäre das hier echt ein sehr, sehr kurzer Ausflug. Schnell speichern. War schon aufregend genug gerade. Nimm. Yep. Rup. Hello. So, wo sollen wir jetzt hin? Da geradezu, oder? Ah, okay, da okay. Fehlfunktion der Lebenserhaltungs- und Klimasysteme. Zustand bedrohlich. Bitte sofort Wartungsspezialisten kommentieren. Okay, hier fällt uns die Luft. Oh, hi. Haben wir überhaupt noch Luftkanister? Fehlfunktion der Lebenserhaltungs- und Klimasysteme. Zustand bedrohlich. Bitte sofort Wartungsspezialisten kontaktieren. So, nichtsdestotrotz, wir brauchen ganz dringend, immer noch, deswegen speichere ich jetzt auch so oft, Medipacks. Das ist echt, das hat uns hier alles ein bisschen abgeknaspert hier alles. Wo, rechte, linke Tür? Linke Tür. Doch, komm schon. Sehr gut. Aha. Dieser eine Düsselding, das verfolgt uns hier irgendwie die ganze Zeit, ja?
Okay, gerade durch die Menschen. Ja, es ist uns die ganze Zeit. Ja. Korrekte Grande so. Aber mal Medipacks, Alter. Wo ist das Problem? Das sind Köpfe. Das ist mir jetzt. Ich dachte, das sind irgendwelche schwappeligen Kopffüßler. Sind es ja jetzt auch. Ich dachte ehrlich, das sind solche Art Tintenfische oder so. Aber es sind ja Köpfe mit irgendwelchen Tentakelnamen. Gruselig. Wer denkt sich sowas Krankes nur aus? So. Ach, geht jetzt schon wieder los. Tinkle, twinkle, wingle, lingle. And chinkle, dinkle, for shizzle my dizzle. Aber halt mehrere Stimmen, ne? Oder sind das, singt das irgendjemand einfach nur, oder beziehungsweise sind das, Radios. Oh, guck mal, speichern. Ja, Leute, wir sind sehr mit schwach mit... Deswegen eine kleine Speicherorgie hier. Ach ja. Da fällt mir die Traurigkeit wieder ein. Haben wir hier unten einen Shop? Oder hier oben? Da könnten wir uns mal Medipacks kaufen, Alter. Hier gibt's gar nichts, ne? Kein Shop, kein nichts, Alter. Da, Shop! Ja, ja, du mich auch. Die nervt, ne? Oh, warte, wir haben noch ein Medipack. Was ist denn da los? Warum nimm mir das denn nicht? Schrei doch nicht so laut. Hier waren wir schon mal. Okay, okay. Zero G Basketball. Okay, super cool. Mhm. Das, ich dachte jetzt gerade an Space Jam. Wegen Basketball, Space Jam und so. Okay. Richtig krass. Yay! Und wieder zurück. Every time it happens, it's a sense of they got a rhythm going down, working for the space. Alright. Yes, lad ihn ein, Diggi-Line. Jetzt sind wir der Overpimp-Macker. Yes, 60.000. Gebt dafür locker aus, kein Problem soweit. Wow. Overpimped. Jetzt sind wir quasi unbesiegbar. Wir kaufen uns nochmal einmal so ein Medipack. Können wir die kaufen? Ja. Ja. Ich denke mal, einen größeren Anzug wird es hier jetzt nicht mehr geben, als wie wir den jetzt hier schon haben. Ich glaube, so lange kann das Spiel jetzt aber auch nicht mehr gehen.
Was ist das? Ach, wer liest das denn? Keiner, also. Keine Spinde offen, was? Wo sollen wir hin? Da, durch diese Tür hier. Ja, mach doch auf! Was ist das denn? Das soll Basketball sein? Eintritt Schwerelosigkeit. Was ist denn das? Diese kleinen Kinder, die rasten am meisten aus, ne? Meine Fresse, du. Fürchterlich. Keine Erziehung genossen hier, wa? Mal die Flinte mal wieder in die Hand. Ne, warte, die hier. Was sollen wir, was ist das Ziel hier? Was? Wohin? Verstehe ich nicht. Gibt es hier Basketball, die wir da reinschießen sollen? Ich weiß nicht. Level 1. Aber das sollen wir doch jetzt nicht spielen, oder? Das finde ich unter albern. Kann ich nicht hin. Hä? Verstehe ich nicht. Ich verstehe das Spiel nicht. Ich verstehe ich nicht. Ja, ja, du mich auch. Ach so. Spiel wird gestartet. Level 1. Was soll der Scheiß? Das Geräusch, ey. Puff. Richtig scheiß Leiche hier. Oh komm, katschen wir. Das ist gut. Man muss jetzt Basketball spielen. Check ich überhaupt nicht. Aber ich muss nicht irgendwie auf die... Oh, doch, wahrscheinlich, ne? Von da oben denn? Wo ist der scheiß Ball? Da. Und dann? Ja, und jetzt? Ich muss das Spiel nicht nochmal von da vorne starten, so Scheiß, ne? Oh nee, ne? Was muss ich denn? Wofür? Belohnungsschrank freigeschaltet. Ach, dafür? Glückwunsch. Echt jetzt? Dein Ernst? Dein Scheiß Ernst?
Für Strahlenlaser-Dingens? Oh Gott, herrje. Ich dachte, das bringt uns irgendwo ein Spiel weiter oder so. Aber war es nur just for fun hier, ne? Kinders. Aufbruch, door. Alles klar. Oh, schon wieder auf der verkehrten Seite, Leute. Hier können wir speichern. Und das war's für heute, liebe Knäckchen. Danke fürs Reinschalten. Es hat mir mega Spaß gemacht mit euch. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Tschö mit Ö, schau mit V und Küssen aufs Nüsschen. Und ihr kennt das ja.